Für Freunde des True Crime zeigt Netflix im Januar unter anderem American Crime Story, der Mord an Gianni Versace. Die erste Staffel der People vs. O.J. Simpson wurde mit diversen Emmys prämiert und konnte mit hochkarätiger Besetzung punkten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die kommende Staffel 2, die Netflix-Eigenproduktion Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes wiederum zeichnet ein Porträt des berüchtigten Serienmörders Ted Bundy. Unter anderem mit bisher unveröffentlichten Audioaufnahmen des Killers. Science-Fiction-Fans können sich bei Netflix auf die zweite Staffel von Star Trek: Discovery freuen. Die eigentlich bereits für November angedeutete Fortsetzung der Amazon-Konkurrenzserie The Expanse lässt hingegen weiter auf sich warten. Deutsche Comedy mit Kaya Jana und Bastian Pastewka. In Comedy-Fragen vertraut Netflix im Januar besonders auf Kaya Jana. Der ist nicht nur mit seinem Soloprogramm Reiz der Schweiz zu sehen, sondern tritt zudem an der Seite von Ilka Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn, Enissa Amani und 44 weiteren Komikern aus 13 Ländern in der Stand-Up-Reihe Comedians of the World an. Auf Amazon Prime Video wird im Januar die Comedy-Serie Pastewka mit der 9. Staffel fortgesetzt. Als die Serie noch im Auftrag von SAT eins produziert wurde, stand eher der Klamauk im Vordergrund. Die für Amazon produzierte 8. Staffel fühlte sich stellenweise wie ein Drama an. Ob die 9. Staffel die dunklen Nebentöne beibehält oder zu alter Leichtigkeit zurückfindet, zeigt sich ab dem 25. Januar. Ebenfalls bei Amazon kommen Fans von Dwayne The Rock Johnson auf ihre Kosten, so Vulgar E. Joe, die Abrechnung als auch Herkules wandern ins Prime-Angebot. Weitere Januar-Highlights bei Amazon sind The Wolf of Wall Street und Terminator. Für den Nachwuchs laufen dort Ende des Monats 3 Lego-Streifen sowie Wendy, der Film an.